eine Robbe in größter Not. Immer wieder wirft ein Makohai das Tier in die Luft, spielt offenbar mit seiner Beute. Das Schicksal der Robbe scheint besiegelt. Gefressen werden. Doch ein Kajakfahrer ist ganz in der Nähe, filmt aus noch sicherer Entfernung. Bis der 28-jährige Wassersportler plötzlich selber mitten im Geschehen ist. It's unreal. Unglaublich realistisch und erschreckend brutal. Mehrmals donnert der Hai gegen sein Kajak. Oh, here they come. Bringt das kleine Boot fast zum Kentern, denn die Robbe hat es als einzige Schutzmöglichkeit auf dem offenen Meer ausgemacht und das Kajak zwischen sich und den Hai gebracht. Ein Schachzug, der dem Tier etwas Zeit verschafft. Der Ausgang ungewiss. Zwar sucht die Robbe zusammen mit dem Sportler schnell das Weite, doch wissen wir nur vom Mann im Kajak, dass er am Ende dieses Tages sicher an Land zurückgekehrt ist.